Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, bleibt ein Weilchen und hört zu, denn es geht weiter mit Let's Play The Witcher 2 Assassins of Kings. Wir erstürmen auf Geheiß von Foltest zusammen mit den temerischen Soldaten die Burg La Valette, weil Foltest ein klein wenig Meinungsverschiedenheiten mit der Baronin La Valette hat, aufgrund seiner Kinder, die jetzt mittlerweile als Schutzschild für eine Art Rebellion benutzt werden, von allen, die die Königskrone schwächen wollen. Und das ist, wie ihr euch denken könnt, nicht besonders gut. Wir werden uns jetzt erstmal hier ein wenig weiter bewegen und die Ritter der La Valette noch besiegen. Am Ende der letzten Folge haben wir die Ballista da unten erobern können, was jetzt final dazu führte, dass wir die Barrikade zerstört haben, die uns daran hinderte, weiter vorzudringen hier auf der Burgmauer. Das werden wir dann jetzt also einmal erledigen. Der ist auch tot. Das können wir wahrscheinlich nicht öffnen. Es sieht zumindest nicht danach aus. Okay, aber wir können wieder hochklettern. Das ist doch ganz gut. Das tun wir dann auch mal, um unseren Buddy Foltest zu unterstützen. Und die temerischen Soldaten. Denn einem König schlägt man keinen Wunsch ab. Ja, und da wird auch schon fleißig gekämpft. Foltest ist auch schon da. Unterstützen wir ihn mal ein wenig. Ah, da haben wir Graf Echeverry. Beschütze König Foltest. Ja, das dürfte hoffentlich nicht allzu schwer sein. Davon muss der Graf dran glauben. Boah, der hält auch ein bisschen mehr aus hier offenbar. Na komm, Graf. Jetzt haben wir nur noch den Graf. Größtenteils. Ich muss aber auch mal durch. Foltest, wenn ich dich beschützen soll, darfst du nicht vor mir kämpfen. Geht doch. Der Graf ist tot, es lebe der Graf. Nice. Und Foltest, der stürmt schon wieder los. Was ist denn los mit ihm? Gewebeaufwertung. Rüstung aufwerten. Du hast eine Rüstungsaufwertung gefunden. Du kannst den Gegenstand verwenden, um Jacken, Schuhe, Handschuhe oder Hosen zu verbessern. Um einen Gegenstand aufzuwerten, öffnest du das Inventar und wählst Aufwertung sowie Gegenstand aus. Ja. Allerdings muss das Rüstungsteil, was wir aufwerten wollen, über Aufwertungsplätze verfügen. Und das ist nicht immer gegeben. Und die können wir dann auch gleich nochmal erledigen hier. Die ganzen Fernkämpfer, die hier aus irgendeinem Grund komplett rumfummeln. Autsch. Nice. Sie bringen auch nur wenig Erfahrungspunkte. Generell ist es in diesem Spiel so, dass man Erfahrungspunkte eher über Questerfüllung gewinnt. So. Die haben wir also alle erledigt. Schöne Aussicht hier über das Umland. Und das riesige Heerlager der Temerier. Das ist schon gewaltig. Die Burg ist natürlich immer noch ziemlich groß. Und ziemlich viele Soldaten der La Valette sind noch vorhanden. Ja, Foltest gibt sich hier, wie gesagt, sehr soldatennah und als Militärexperte. Das ist auch mit Absicht so, dass er hier von CD Projekt Red so am Anfang des Spiels gezeigt wird, in Szene gesetzt wird. So, wen haben wir denn da? Die sehen mir doch mal nach etwas kampfstärkeren Recken aus. Ritter der La Valette. Ja. Ein ziemlich großer sogar noch dazu. Ja. Vielleicht können wir damit Igni was ausrichten. Igni haben wir bisher, glaube ich, noch gar nicht eingesetzt, außer im Tutorial. Ja, Vorsicht. Und erledigt. Nice, das sieht doch ganz gut aus. Leiter hoch. Irgendwann muss dieser Kampf ja mal zu Ende sein. Keine Ahnung, warum die nicht schon längst kapituliert haben. Ich meine, ihnen muss jetzt klar sein, wo die Mauer erstürmt wurde, dass es immer schlechter für sie aussieht. Oh je.
Ah ja. Lasst ab! Oder ihr sterbt wie die tollwütigen Hunde, die ihr seid! Arian Lavalette, das wird keine leichte Aufgabe. Ergib dich, Arian! Deine Ehre bleibt unberührt! Ach, fick dich selbst, König! Spickt sie mit Pfeilen! Los, Männer! Für Temerien! Ihre Deckung ist nicht übel. Hast du eine bessere Idee? Ich versuche hinüberzukommen. Wenn die Schützen mir Deckung geben, kann ich es schaffen. Das ist der Sohn von Luisa und dem alten Baron, der Erbe dieser Ländereien. Ungestüm und ein guter Schwertkämpfer. Sieh dich vor. Ich versuche es mit Vernunft und Argumenten. Ja, für Arian dürfte diese Situation auch nicht leicht sein. Ich meine, wir müssen uns mal vor Augen führen. Die ganze Situation hier ist, weil es Gerüchte darüber gibt, dass seine Mutter, naja, ein wenig herumgehurt hat mit dem König. Das heißt auch für ihn, dass seine Geschwister, oder von denen er annahm, das sind seine Geschwister, seine Halbschwestern, seine Halbgeschwister sind. Ja, da müssen wir mal schauen, was wir da für Möglichkeiten haben, mit ihm umzugehen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einen Punkt zu vergeben, wie wir es auch schon aus dem Tutorial kennen. Am Anfang hat man leider nur die Möglichkeit, hier die Hexerausbildungsbaum zu skillen und kann dann später erst, wenn man einige Punkte verteilt hat, auf die anderen drei Schwertkampf, Alchemie und Magie Bäume gehen. Messer werfen könnte man machen. Energieregeneration außerhalb des Kampfes ist jetzt nicht wirklich so überlebensnotwendig, ehrlich gesagt. Klar, kann man machen. Ist so ein nettes Go-To. Talent, aber ich würde gerne unsere Zähigkeit erstmal erhöhen. Genau. Wenn wir das auf der zweiten Stufe jetzt haben, also zwei mögliche Stufen gibt es, hätten wir sogar eine Vitalitätssteigerung von 50 Punkten, was ja auch schon recht viel ist. Wenn wir uns jetzt hier mal unseren Charakter gleich angucken, dann werden wir das auch nochmal sehen. Wir können ja mal eben ins Inventar gehen. Wo haben wir unsere Werte? Unsere Werte sehen wir hier scheinbar gar nicht. Wartet mal eben. Merkmale. So, hier sehen wir das. Vitalität haben wir jetzt 165. Ne? 155 hatten wir vorher. Und da finde ich 10 doch schon eine nette Steigerung. Und vor allen Dingen 50 eine noch viel nettere Steigerung. Ganz gut. Autsch, wir werden getroffen. Wir müssen jetzt irgendwie einen Weg finden, an den Schützen vorbeizukommen. Da oben, das könnten wir zum Beispiel nutzen. Ich denke, es wäre gar nicht schlecht, wenn wir Quen wirken. Gebt mir Deckung. Hier runter? Ne, hier runter soll ich nicht. So. Gut. Tod allen Schwesterfickern! Alles klar. Ja, dann wissen wir ja Bescheid. Naja, es ist klar, warum sie das sagen. Der Volltest hatte ja eine amoröse Verbindung mit seiner Schwester, die zu Prinzessin Ada führte. Das ist ihre Art und Weise, so richtig Öl ins Feuer zu gießen. So. Einem Hexer sind sie insgesamt natürlich nicht gewachsen. Unsere Quest mit Arian Lavalette reden. Kommt der Sache hier näher. Also wenn sie das hier irgendwie kaputt gemacht hätten oder dafür gesorgt hätten, dass man hier nicht hochkommt, dann wäre es deutlich besser für sie gewesen und wir hätten ja gar nicht an sie rankommen können. Insofern, naja, taktisch kann man das jetzt schon mal hinterfragen. Hey Arian. I am here. Was machst du nun? Der berühmte Geralt von Riva. Du bist aber tief gesunken, Hexer. Angeblich gehörst du zu den besten Fechtern des Nordens. Lass doch mal sehen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, und das lernt man hier im Prolog auch schon, signifikante Entscheidungen zu treffen, die auch die Story leicht verändern. In diesem Fall hier ist es so, dass das jetzt keine große Auswirkung hat, aber man kann trotzdem etwas ändern. Wir wollen eigentlich nicht gegen ihn kämpfen, denn ich finde... Also ich meine, er ist der Erbe dieser Ländereien und diese Sache hier ist eigentlich vollkommen wahnsinnig und warum sollte er dafür sterben? Er hat eigentlich nichts damit zu tun, beziehungsweise er will halt nur die Ehre seiner Mutter und seines Hauses schützen und das kann man ja auch nachvollziehen, aber Volltest will ja eigentlich weder Maria Luisa Lavalette noch ihm irgendetwas
antun. Deswegen, wenn wir die Möglichkeit haben, dass er sich ergibt, sollten wir das zumindest versuchen. Ergib dich und verschone deine Soldaten. Schluss mit diesem Schlachtfest. Ergib dich und Foltest wird dich ehrenhaft behandeln. Wer garantiert mir, dass er uns nicht allen den Garaus macht? Keiner. Foltest hat nicht nur meine Mutter geschändet. Er paktiert auch noch mit den Nilfgaardern. Der König hat eine ganze Armee, du dagegen nur ein paar tapfere Getreue und deine Ehre. Jeden Moment kannst du alles verlieren. Wähle. Hört ihr das, Männer? Der König hat uns den Hexer geschickt. Er will, dass wir uns ergeben, dass wir Ehre und Stolz vergessen. Schande oder das Schwert des Hexers. Wollt ihr so leben? Wollt ihr vor Foltest den Nacken beugen? Niemals! Bitte sehr, Hexer. Sie wollen nicht. Erledigen wir das unter uns, check die Waffen nach, wie du willst. Also hier hat man im Prinzip drei Möglichkeiten. Entweder man macht ein Duell gegen ihn und wenn wir halt gewinnen, dann ergeben sich die anderen. Wir gehen das Duell ein, beziehungsweise den Kampf ein und töten alle. Oder wir versuchen nochmal daran zu appellieren, dass es sinnvoller wäre, sich halt zu ergeben. Und das tun wir jetzt. Streck die Waffen, du Narr. Das ist kein Spiel. Und deine Leute müssten nicht sterben. Ergib dich und der König lässt dir Gnade widerfahren. Meiner Mutter hat er schon genug seiner Gnade widerfahren lassen. Und darum willst du was tun? Dich ins Schwert stürzen? Fliehen? Erst hat er sie zur Metze gemacht und sie dann vor den Augen des gesamten Königreichs verstoßen. Wahr. Und weder ein Massaker noch eine Heldentat kann daran noch etwas ändern. Also streck die Waffen. Wenn meiner Mutter was zustößt, dann stirbst du! Yep, und seine Männer tun es ihm gleich. Bleiben dadurch aber am Leben. Wie wird Foltest sich jetzt verhalten? Aha, jetzt kommt erstmal. Arian Lavalette hat die Waffen gestreckt. Respekt. Hast du ihn gesprochen? Kurz. Dann brachten sie ihn zur Folter. Verräter haben's nicht hübsch. Erzähl. Was ist mit dem Drachen? Ja, der Drache. Der ja angeblich gesehen worden sein sollte, dann aber wieder als Unfug abgetan wurde. Naja, offenbar gab es ihn doch. Ach, richtig. Was ist eigentlich aus dem Drachen geworden? Er hat die halbe Burg zertrümmert, einen Haufen Soldaten getötet und sich dann davongemacht. Wohin? In Richtung Edirn. Mehr weiß man nicht. Wir sind ihm um Haaresbreite entgangen. Oh ja. Das sind wir wirklich. Weiter geht's. Tag der Erstürmung. Diesmal Mittag. Arian Lavalette hat die Burg aufgegeben. Macht schon auf! Und der Baron lebt? Ja, er lebt. Ich bin nicht rachsüchtig. Macht auf und wenn ihr vor eurem König kniet, lasse ich Gnade walten. Wir sitzen fest. In der Tat, meine Magie hilft hier nicht. Und gerade setzt die Hauptstreitmacht auf Boten in die Stadt über. Gehen wir ins Zelt zurück. Im Lager ist es jetzt angenehm leer. Hab genug für heute. Verlockend. Da, königliche Spezialverbände. CSI, Vizima. Wir wollen ihn sehen. Du zweifelst an meinen Worten, du Hund. Öffnet sofort das Tor! Selbst schuld, er hätte leben können. Das Swatting war erfolgreich. Und da haben wir Roch. Sir. Vernon Roche. Deinen Bericht, Roche. In der Stadt wird weiter gekämpft. Ein Großteil unserer Leute hat in Fischerbooten den Fluss überquert und ist in die Stadt gelangt. Sie brandschatzen, schänden und plündern. Lavalettes Leute verteidigen sich weiterhin im Tempelbezirk. Was ist mit der Baronin? Lebendig gefangen und in Sicherheit. Man hat ihr doch hoffentlich kein Haar gekrümmt. Ganz nach euren Anweisungen. Ihr fehlt nichts. Sie ist schön wie eh und je. Die Kinder sind allerdings nicht bei ihr. Aber du weißt, wo sie sind? Im Kloster. Doch wir überblicken das Gelände noch nicht.
Oh nein, Magie. Sie spüren es beide. Rüber. Der König! Wahnsinn. Das sind schon geflügelte Schrecken. In Deckung! Ein Drache! Unter dem Wehrgang! Schaut oh den König nein. Ab. In den Wehrgang! Zwei Finger gibt es jetzt keine Armbrust. Ja, leider haben wir keine. Nicht zu fassen, ein echter Drache. Goldholi mit deinen Zaubern da kann ihn anzubeten. So einfach ist das nicht. Und tot sind wir. Ja, war eine doofe Idee, einfach in diesen Feuersturm hinauszugehen. Aber auch hier, was man wieder merkt, ich weiß nicht, warum das so ist, wir ziehen komischerweise immer diese blauen Streifen Rüstung an, automatisch. Unter den Wehrgang! Schirrt den König ab! Ich kann die ja mal wieder austauschen. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum das so ist. Aber wir müssen es erstmal akzeptieren. Auch das Schwert wechselt er immer wieder. So, wir haben außerdem ja hier die Gewebeaufwertung. Hier sieht man, dass uns diese Gewebeaufwertung plus 1 Rüstung gibt und plus 1% Rüstungs- Blutenresistenz. Das machen wir jetzt einfach mal und haben dann hier, wie gesagt, Rabes Rüstung einmal verbessert. Das kann man dann, wie gesagt, später mit anderen Rüstungen auch noch machen. Also doch ein Drache. Nicht zu fassen, ein echter Drache. So einfach ist das nicht. Das Mistvieh fackelt mir die ganze Armee ab. Hexer, wie soll man denn gegen so etwas kämpfen? Nicht kämpfen. Da spricht der Fachmann. Wir müssen uns zur Stadt durchschlagen. Dort haben wir größere Chancen. Stimmt es, dass wir keine Drachen jagen? Ja. Drache hat offenbar noch nichts. Was soll ich denn tun? In Deckung! Ein Drache! Unter den Wehrgang! Oh oh, oh oh. Das Tor! Sie überwinden das Tor! Auf sie! Dann müssen wir eben den Zauber wechseln. Igni! Wir haben's. Ich öffne das Tor. Perfekt, deine Magie bringt ja doch was. Schnell! Wir müssen da definitiv durch. Wenn wir nicht schnell da durch sind, wird der Drache uns einfach abfackeln. Was hat ein Drache hier zu suchen? Ich schaff das schon! Schnell! Warum? Verschwindet! Ich schaff... Piss! Die Brücke brennt! Schnell, hier lang! Schnell! Bewegt euch doch mal. Wir wollen leben. Ja, jetzt sind wir aber von Triss abgeschnitten. Das ist nicht gut. Wow. Wenn die jetzt nicht da gewesen wären, dann hätte der Drache uns wahrscheinlich flambiert. Und es wäre ein schönes Barbecue geworden. Hätte diese verdammte Eidechse doch beinahe die Belagerung versaut. Die Schlacht wird sie schon vertreiben. Drache oder nicht, mich interessiert nur, wie diese Sache ausgeht. Tja, dann haben wir jetzt nur noch den Tempel vor uns. Wir haben ja gehört, dass Maria Luisa Lafayette gefangen wurde. Aber die Kinder, um die es ja großenteils auch geht, nicht bei ihr waren. Und Volltest will sie natürlich in Sicherheit wissen. Also müssen wir sie im Kloster suchen. Seit der eingestürzten Brücke warst du fast die ganze Zeit bei mir. Fast. Erzähl mir, wie du auf den Tempelhof gelangt bist. Hartnäckig, der Typ. Aber irgendetwas ist ja passiert, was uns in den Knast gebracht hat. Und das müssen wir noch herausfinden. Uneinnehmbar, von wegen! Die Stadt haben wir in einem halben Tag im Sack! Meldung. Die Kämpfe dauern an. Eine Gruppe von Rebellen hat sich im Tempel verschanzt. Die Kinder? Sind wohl auch da drin. Fenn hat sich einen der Priester vorgeknöpft und was von einem Durchgang unter den Mauern erfahren. Mit einem Rambock kommen wir da frühestens in einer Woche ran. Probieren wir es mit Äxten? Das dauert auch. Was soll's? Dieser Priester, was ist mit dem? Und dem Durchgang? Ist beim Verhör bewusstlos geworden. Er wird jetzt unten bewacht. An die Arbeit, Hauptmann. Jawohl. Silas, nimm dir diese Tür vor. Fenn, wir gehen. Hexer. Majestät. Ein Spezialauftrag. Genau richtig für dich. Vernon ist zwar überzeugend, aber auch ziemlich ungestüm.
Finde auf eigene Faust einen anderen Weg. Gelingt dir das, soll dich ganz Vizima beneiden. Mein Gott, ey, wir haben uns mittlerweile häufiger umgezogen als die Baronin wahrscheinlich. Die Rebellen werden die Kinder der Baronin nicht anrühren, ja. Die Soldaten der Lavalettes tun den Kindern der Baronin sicher nichts. Das glaube ich erst, wenn ich sie sehe. Wir müssen uns beeilen. Die Rebellen sitzen in der Falle. Vielleicht kommen sie auf die Idee, die Kinder als Geiseln zu nehmen. Ja, ich meine, sie sind auf jeden Fall ein Druckmittel gegen den König. Vielleicht sollten wir auf Roche warten. Vielleicht kriegt Roche was raus aus diesem Priester. Die Stadt ist zu groß. Ich brauche einen Anhaltspunkt. Auf ihn ist Verlass, aber wir haben keine Zeit. Sieh dich mal um in der Gegend. Es könnte ein Tunnel oder sowas sein. Vermutlich haben sie Fallen gestellt. Meine Leute haben nicht deine Fähigkeiten. Du eignest dich am besten. Ja, vor allen Dingen werden sie mich gar nicht erkennen, weil ich ja ständig meine Klamotten wechsle. Ich gehe. Ich zähle auf dich. Was ist nun mit den Äxten? Tempo, ihr Arschnasen! Wo sind die Äxte? Bewegt eure Ärsche! Was ist eigentlich Arschnase für eine Beleidigung? Okay, also Rabes Rüstung. Ja, und er resettet auch immer, also irgendwas stimmt hier noch nicht. Er resettet die ganze Zeit meine Sachen. Das ist ein bisschen nervig. Vor allen Dingen auch die Gewebeaufwertung sogar. Merkwürdig. Herr König. Ein gekrümmtes Haar meiner Kinder kostet 10 Köpfe. Und Silas, hi. Pass bloß auf Fenn auf, er ist irre. Ist er das? Okay, er ist ja auch weg. Na gut, dann schauen wir uns erstmal hier ein wenig um. Wir haben nämlich auch viel zu entdecken. Wir können die umliegenden Häuser hier einmal betrachten, reingehen und schauen, ob wir da vielleicht irgendetwas Nützliches daraus bekommen können. Da unten haben sie die Bewohner der Burg hier zusammengepfercht, beziehungsweise der Stadt. Wir können auch in die meisten Gebäude tatsächlich mit einer Ladesequenz reingehen. Die ist immer noch kürzer als die in The Witcher 1. 25 Orans, nicht schlecht. Noch mehr Orans. Im Blumenkübel, alles klar. Da, wo man halt sein Geld vor Geralt versteckt. Ein Hühnchen. Könntet ihr uns mein nicht Daumen freilassen? Was mache ich denn ohne Daumen? Halt's Maul! Aber wir sind unschuldig. Der König bestimmt, was mit euch geschieht. Ja, ich würde denen nichts tun, weil die haben damit eigentlich nichts zu tun. Die wohnen hier halt. Mein Gott. Kann man die jetzt dafür verantwortlich machen, dass sie hier geboren wurden? Wahrscheinlich nicht. Noch mehr Orans. Ich meine, hier ist alles verwüstet. Da ist interessanterweise eine Klappe. Noch mehr Orans. 42. Abgenutzte Schuhe aus gehärtetem Leber und Lumpen. Nehmen wir alles mit. Jetzt müssen wir mal eben gucken, dass wir da runterklettern. Das ist eine Art Keller wohl. Interessant, aber wo führt der hin? Aha. Was haben wir denn hier für eine geheime Pornokammer? Öl und Leder. Schon ein bisschen merkwürdig hier. 25 Orans, nicht schlecht. Inkrustiertes Silbermedaillon, Schöllkraut und noch mehr Orans. Und ein Bild des Hausbesitzers. Ja, das kann nur der Hausbesitzer sein. Er hat diesen Schalk im Gesicht. Eines Mannes, der einfach einen Keller unter sein Haus baut. Frevelhaftes Verhalten. So, dann wollen wir mal gucken. Können wir hier vielleicht auch noch irgendwo durch? Seiner Tod. Wir haben mit Politik nichts zu tun. Lavalette hat verloren und nun sind 4 Orans. Noch mehr Orans, 38. Also man kann hier seinen Geldbeutel echt aufwerten. Schöllkraut, Haar, Schleierlinge und Walisser. Sehr gut, auch die ganzen Zutaten hier für unsere alchemistischen Eskapaden. Was haben wir hier? Niemand zu Hause. Oh. Da hat jemand ziemlich aggressiv gekocht. Man hört ja auch irgendwie ein Klopfen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht hier in meiner Wohnung. Was haben wir da? Da wurde doch eben... Da, Spezialverbände in Temerien.
Ja, lesen wir uns das doch mal durch. Ich mag das ja generell, wenn man hier so ein bisschen auch sich die Lore anschaut. Die blauen Streifen wurden gebildet, nachdem sich die lausigen Schildträger im Kampf gegen die mobilen Einheiten der Skoyatel als Riesenreinfall erwiesen hatten. Die ersten Spezialverbände wurden von König Dammerwand zusammengestellt und von der berüchtigten Weißen Reile angeführt. Im Kampf gegen die Eichhörnchen fielen sie durch Effektivität und Erbarmungslosigkeit gleichermaßen auf. Ihr Hass auf Anderlinge sprengte, milde formuliert, den beruflichen Rahmen. Die Skoyatel hassten die Verbände ebenso sehr und die Gefechte verliefen entsprechend brutal. Außer der Bekämpfung von Freischärlern versahen die blauen Streifen eine Reihe weiterer gefährlicher Aufgaben und genossen den Ruf exzellenter Könner. Ja. Ich meine, sie waren gerade eben auch sehr hilfreich und haben ja geholfen, hier die Zugbrücke runterzulassen. So, was haben wir hier? Wir sehen auf jeden Fall schon Feinde auf der Minimap. Mehr Orans. Mehr Orans aus meiner Heimat. Was ist das denn für ein Gewand hier? Ey, Geralt, du wechselst doch so gerne deine Klamotten. Wäre das nicht mal was? So als Müllsack rumlaufen? Das wäre doch ein cooles Cosplay. Was haben wir hier? Ein Fernrohr. Verrostetes, ausgewogenes Stilett und Lumpen. Oh, dieses Klopfen macht mich verrückt, ne? Das ist wirklich ein bisschen schwierig. Das Stilett können wir doch sicher hier hin tun, ne? Jo. Fernrohr ist Gerümpel. Beschreibung, Nippes. Ja, es wird aber sicher einen Käufer dafür finden. Nee, ich meine, im Grunde muss man das Ding nur auf eBay Kleinanzeigen stellen. Irgendwer wird es schon nehmen. So, es geht clearly hier hinten irgendwie lang. Oh Götter, Hilfe! What? Was zur Hölle? Wehe den Besiegten. Die temerischen Soldaten, trunken vom schnellen Sieg Folters, wurden immer dreister und tyrannisierten die Bevölkerung rund um den Burghof. Geralt beobachtet diese Schikanen mit wachsendem Widerwillen. Die vier haben wir jetzt erledigt, deswegen haben wir hier auch den grünen Haken. Echeverry ist neu. Schon ehe Ritter Echeverry sich in den Aufstand gegen Folters verstrickt hatte, war er berühmt gewesen für die Tapferkeit und Unnachgiebigkeit, die er in zahlreichen Turnieren zu Pferde oder zu Fuß bewiesen hatte. Gegen den Hexer, mit dem er die Klingen kreuzte, halfen sie ihm freilich nichts. Und der tapfere Echeverry bezahlte die Beteiligung an der Rebellion mit seinem Leben, selbst schuld. Ah ja, ein ältester Spross der Baronin La Follette war zweifellos der leibliche Sohn des alten Barons. Zum Ritter erzogen, huldigte er den Tugenden dieses Standes und schätzte Mut wie Tapferkeit. Der gegenwärtige Konflikt war für ihn äußerst misslich, weil die Ehre seiner Familie und seiner Mutter von deren heiß diskutierter Romanze mit Foltest überschattet wurde. Mochte die Lage auch hoffnungslos sein, der Ritter stand mannhaft an der Spitze der Verteidigung seines Familiensitzes und wich keinen Schritt zurück. Als er die Sinnlosigkeit weiterer Kämpfe erkannte, legte Arjan die Waffen nieder und ergab sich dem König. Und Bussi, La Follette. Schon als Junge zeigte Bussi den typischen Stolz und Eigensinn der La Follette. Manche schrieben dies allerdings den Umstand zu, dass König Foltest sein Vater war. Naja, und wenn er das wäre, dann wäre er auf jeden Fall, hätte er Anrecht auf den Thron. Und das wäre schon krass. Okay, wir sollten etwas gegen diese aggressiven Soldaten unternehmen. Es kann nicht sein, dass sie hier die Bevölkerung terrorisieren, wo die, wie gesagt, ja wirklich nichts getan haben. Hier ist nichts. Gerichtsvollzieher Geralt von Riva kann also keine Steuern eintreiben. Schade. Vielleicht beim nächsten Mal. Haltet eure Fernseher bereit, ich nehme sie alle. Hilfe! Ja, hier machen wir auf jeden Fall diese was. Diese Leute sind unbewaffnet. Scher dich hier weg und misch dich nicht ein. Raus hier sofort. Raus hier oder ich bringe euch alle um. Verschwindet besser, der Drache könnte zurückkommen. Das sind verschiedene Symbole. Hier versucht man sie halt zu manipulieren mit seinem Hexerzeichen. Hier ist man eher aggressiv und hier versucht man klug zu sein. Ihr solltet abhauen. Der Drache legt diese Stadt gleich in Schutt und Asche mit allem, was drin ist. Oh, dann stopfen wir La Follettes Knechte mit Pech und Schwefel aus und füttern den Drachen damit. Zum letzten Mal. Misch dich nicht in fremde Angelegenheiten, du komischer Kauz. Wir bringen sie nirgendwo hin. Wir können sie hier erledigen, auf der Stelle. Tja. Das hat nicht funktioniert. Leider haben die sich nicht überreden lassen. Ich wollte aber auch die Soldaten nicht töten. Wir hätten das Axi-Zeichen nutzen müssen, um sie halt zu manipulieren. Wie ein Jedi halt. Sprich mit den Anführer der Soldaten. Wer klopft hier überhaupt? Es ist
Das ganze Geklopfe, das verwirrt mich. Hier ist noch eine Tür. Die ist aber verschlossen, also keine Ahnung, wohin sie führt. Okay. Es ist besser so. Für alle. Die ist auch verschlossen. Beeilt euch mit dem Holz! Oh Gott, wollen sie das anzünden? Sind da Leute drin und sie wollen das anzünden? Das wäre schrecklich. 34 Orans. Also wir müssen irgendetwas für diese Leute tun, wenn das so wäre. Und diesmal muss es klappen. Leder, Eisenerz, Amethyststaub, jede Menge Crafting-Materialien. Wie viel Gewicht? 135 tragen wir jetzt schon mit uns. Das ist ein bisschen viel. Ja. Wenn ihr schon mehrere meiner Let's Plays verfolgt habt, wisst ihr, dass ich nicht gerade ein Inventar-Profi bin. Also ich mülle es meistens zu mit allem möglichen Scheiß. Was plant ihr hier? Es ist besser so. Für alle. Befehlshaber. Was zum Teufel ist hier los? Nichts, was dich anginge. Das glaube ich nicht. Lass die Leute in Ruhe. Lass die Leute in Ruhe. Sie sind unschuldig. Das sind keine Leute. Das ist Lavalette Satansbrut. Unkraut, das sich ausbreitet, wenn man es nicht mit Stumpf und Stiel ausrottet, sodass es nicht mehr nachwachsen kann. Verrat verbreitet sich wie eine Seuche. Darum kommt hier keiner lebend raus. Und du? Misch dich da nicht ein. Diesen Leuten wird kein Haar gekrümmt. Ja, jetzt ist Schluss. Ich lasse nicht zu, dass ihr wehrlose Leute ermordet. Was willst du denn machen? Dich töten. Ich habe Zeugen, dass ich dir nicht ans Leben wollte. Okay. Dann blockieren wir mal die Angriffe. Na komm schon. Oh, es ist sogar ein Duell draus geworden. Das ist doch gut für uns. Wenn sich die anderen da nicht einmischen. Ja, wenig Leben hatte er aber nicht gerade. Der kann schon ein bisschen was. Ja, hinter die Rollen ist eine gute Strategie. Das funktioniert meistens ganz gut. Du hast gewonnen. Verschone mich. Ich verschone dich nur, wenn du die Leute in Ruhe lässt. Raus aus dem Haus. Und Finger weg von den Leuten. Tür freiräumen! Ich werde hiervon Bericht erstatten. Du weißt schon wem. Berichte, wem du willst. Yep. Brennt nur ein einziges Haus nieder oder fasst eine Frau an und der König selbst wird von euren Untaten hören. Ist halt echt so, also selbst wenn er dem König davon berichtet, wir stehen ja in der Gunst des Königs. Es sollte also keine Probleme geben. Eigentlich müssten sie jetzt aufhören zu klopfen. Wir haben das doch freigeräumt. Ah, guck mal, das scheint hier Mode in der Burglerfalle zu sein. Die haben auch sowas. Ich habe euch befreit. Lasst uns in Ruhe. Ihr seid frei. Hab Dank, Herr. Ich rechne mit einer Bezahlung, nein. Versteckt euch, bis dieser Irrsinn aufhört. Aber wo? Keine Ahnung. Ich bin doch nicht der Problemlöser von allen hier. Wehe den Besiegten. Abgeschlossen, dadurch haben wir natürlich auch wieder Erfahrungspunkte erhalten. Sie haben uns alles genommen. Zum Glück leben wir noch. Ja, das ist das Einzige, was ihr noch habt, euer Leben. Jetzt stellt euch mal vor, wie viel Geld man verpasst hätte, wenn man hier nicht wirklich in alle Häuser reingegangen wäre und so. Also es ist teilweise ja schon wirklich viel gewesen. Wir sind jetzt insgesamt bei 543. Schon ein gutes Sümmchen. So, hier ist die Barrikade, die wir eben von der anderen Seite aus gesehen haben. Und hier wird fleißig gekämpft. Oh, Vorsicht. Der ist erledigt. Der auch. Vielleicht können wir wenigstens einen temerischen Soldaten retten.
konnten wir sogar. Hey, Bro. Wie sieht's aus? Wir können uns nicht mal unterhalten, doch können wir. Wo kommen die denn her? Hier haben wir doch schon alles durchkämmt. Aus der Erde gewachsen? Nee, das heißt, hier muss ja irgendwo was sein. Befehle für die Soldaten. Was für Befehle haben die bekommen? Befehl, alle Einheiten ziehen sich unverzüglich zurück und verteidigen ab sofort die Zuwege zum Tempel. Die Stellungen sind um jeden Preis zu halten. Tod dem Tyrannen. Tyrannen, also ein bisschen übertrieben ist es ja auch schon, ne? Versperrt den Weg! Schnell! Aha. Die wollen also nicht, dass wir hier durchkommen. Und ihre Mode klauen. Oh je, der ist auch tot. Können wir hier rein? Ne, ist verschlossen. Wir müssen uns erstmal anschauen, ob wir in die Häuser noch rein können. Was ist hier? Haben wir hier drin? Primitives Halsband. Egal. Auch primitive Sachen können wertvoll sein. Was haben wir hier? Ja, da sehen wir auch noch einen Teil der Stadt. Es ist schon sehr groß, ne? Erreichen kann man hier aber nichts. Mal schauen wir uns doch nochmal diese Häuser hier an. Waren wir hier drin? Ne, wir wurden wahrscheinlich sofort abgelenkt durch die kämpfenden Soldaten. 25 Ohrens. Noch mehr Ohrens. Noch mehr Ohrens. Und noch mehr Ohrens, hä? In das Buch gesteckt. Gut versteckt auf jeden Fall. Die Eisenringe sind mit Sicherheit auch was wert. Hier ist eine Truhe. Mit Lumpen. Das mache ich auch immer. Ich stopfe meine Lumpen in die Truhe, damit es so aussieht, als wäre ich wohlhabend. Aber die Leute hier scheinen viel zu lesen. Überall Bücherregale. Ist jetzt auch nicht schlecht, ne? So, und wir gehen jetzt hier... Ne, da können wir nicht rein. Wie kommen wir hier durch? Das ist auch verbarrikadiert. Das ist auch verbarrikadiert. Es muss einen Weg geben. Vielleicht wieder von der anderen Seite. Schauen wir doch mal. Was wird jetzt aus uns? Okay, reden können wir mit dem nicht wieder. Schade. Wir schauen uns noch mal etwas näher um. Jetzt werdet ihr euch für euren Verrat verantworten, ihr Dreckschweine. Verrat, Herr? Wir sind einfach Leute. Wir haben mit Politik nichts zu tun. Lavalette hat verloren. Was haben wir denn hier? Art gegen Blockaden. Wirke das derzeitig ausgewählte Zeichen Q. Verwende das Artzeichen, um den Weg freizuräumen. Ja. Das ist zum Beispiel auch für Barrikaden und sowas alles gedacht. Und das können wir hier anwenden. Um einen Weg in diese Gasse zu finden. Und da sind wir. Mehr Häuser heißt mehr Orans. Mehr Arbeit des Gerichtsvollziehers. Der berüchtigte Geralt von Riva. Okay, da können wir nicht rein. Oh, deswegen. Steige in den Brunnen und finde die Passage zum Tempelbezirk. Ja, es ist davon auszugehen, dass sie nur dadurch gekommen sein können. Ich wollte gerade sagen, die werden immer noch als Gegner angezeigt. Dabei haben sie sogar ihre Gliedmaßen verloren. Das wäre ein bisschen seltsam, sie noch als Gegner zu bezeichnen. Als Kämpfende. Mehr Orans. Komisch. In einigen Häusern ist so eine zweite Tür, aber die führt nirgendwo hin. Da können wir hinab. Da können wir nichts einsammeln. Man hätte ja zum Beispiel jetzt auch versuchen können,
den Wagen wegzuschieben, damit die temerischen Soldaten einem folgen können. Aber wir machen das lieber alleine, weil wir wissen, dass wir dann auf jeden Fall auch effektiver sind. Burg der Lafalettes. Da haben wir Balissa gesehen. Mehr Orange. Haben aber auf jeden Fall auch alle den gleichen Architekten hier, ne? Alles von einem Hansel erbaut. Oh, waren wir hier? Na, können wir eh nicht. Aber wir können hier hinunterklettern. Finsternis. Du bist in einem finsteren Raum. Verbessere deine Sicht mit dem Trank Katze. Okay. Wir können jetzt auf jeden Fall mal sonst meditieren. Und vielleicht können wir Tränke einnehmen. Katze haben wir sogar. Ja, hier sehen wir auch, was der Trank bringt. Erlaubt es in kompletter Dunkelheit und durch Wände zu sehen. Allerdings verringert es unsere Stärke. Die Wirkung eines konsumierten Tranks endet nach einer bestimmten Dauer. Auch durch Meditation lassen sie sich beenden. Wenn ein Trank nicht mehr wirkt, hört er auf, dich zu vergiften. So, jetzt ändert sich hier einmal die gesamte Perspektive. Also schwarz-weiß. Da unten ist tatsächlich auch ein Ghoul. Oder ist es ein Ertrunkener? Ich sehe sein Innerstes. Das wollte ich gar nicht. Nice. Er hat mir all seine Geheimnisse preisgegeben. Orange und Langschwert. Können wir mal mitnehmen. Kann man verkaufen. Wasseressenz. Kommt halt, wie gesagt, von dem Ertrunkenen. So, hier ist nichts. Da ist aber noch ein Ertrunkener. Wie das Art ihn überhaupt nicht gejuckt hat. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Komplett geflutetes Gefängnis hier. Aha. Look at that. Die kann man auf jeden Fall mal wegmachen. Temerisches Schwert. Das ist jetzt nichts, was wir wirklich benutzen können, aber... Oh, ertrunkenen Gehirn. Na, wunderbar. Die Gehirnfee ist wieder da. Sie sammelt Gehirne von Ertrunkenen. Ja, wenn wir 20 davon zusammen haben, haben wir vielleicht einen IQ von über 10. Nein. Wenn ich mir den angucke, nicht mal einen IQ von über 5. Die können halt nicht blocken, das ist ganz gut. Es geht nicht weg, offenbar. Aber wir müssen ja irgendwie hier weiterkommen. Schauen wir doch mal hier lang. Nichts. Haben wir eine Map? Ja, wir haben eine Map. Da haben wir noch nicht geguckt. Das könnte auch eine Mauer sein, die wir zerstören können. Ah, der Lebenskreis. Sehr gut. Verschlossen. Okay, wir brauchen also eine Art Schlüssel. Der Trank hält leider nicht mehr besonders lange. Das sind nur noch 2 Minuten. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Ein paar. Wo ist der Ertrunkene, den ich gerade getötet habe? Hä? Aber hier sieht es so aus, als könnte ich das zerstören. Warum geht das nicht? Hä? Verstehe das einer. Okay, also manchmal sind Barrikaden störrisch und gehen nicht kaputt, aber größtenteils gehen sie dann doch kaputt. Okay. Ich wollte nur für einen Freund fragen. Ich war mir da nicht sicher.
Aber jetzt bin ich es vielleicht einigermaßen. So, wir haben hier eine Tür. Irgendwie eine große Tür, da werden wir nicht durchkommen. Und es geht auch noch hier weiter. Ja, hier sollen wir hin. Zum Tempel heißt es hier. Gehen wir aber erstmal hier lang. Es könnte sich noch etwas finden lassen. Nee. Leider nein, leider gar nicht. Gott sei Dank geht diese Tür auf, sonst hätten wir jetzt wieder ein Problem gehabt. Und hier geht es offenbar zum Tempel hoch.